So, herzlich willkommen zurück. Seit langem mal wieder zu einer Mindtest-Folge. Ich muss mal gucken, passt denn das alles? Das passt alles. So, ja. Eigentlich wäre jetzt von der Reihenfolge her, da wir ja letztens dieses Wunderwelt-Let's Play gemacht haben, wäre es eigentlich wieder ATS und ETS dran. Also die LKW-Simulatoren. Aber irgendwie habe ich gerade eher mehr Bock auf Mindtest, also spielen wir Mindtest. Mal gucken. Mindtest. Seitdem gab es mittlerweile auch ein Update. Ich bin jetzt mit Mindtest 5.9. So, mal gucken, ob der nette Herr das hier findet. Noch nicht. Ich melde mich mal kurz an. Erstmal richtigen Server aussuchen. Wo ist mein Darth Creative Server? Da ist gerade sogar jemand on. Okidoki. Ja, ich warte, ob er jetzt das Fenster findet. Wenn nicht, klatscht es. Vollbild. Natürlich findet OBS das Fenster nicht. Das ist natürlich herzallerliebst. So, mein Test. Gerät nicht angeschlossen. Von wegen. Ach ja, weil jetzt mein Test 5.90 ist, deswegen finde ich das Fenster nicht mehr. Also 5.90. So, die 9 muss betont werden, nicht die 5. Ja, genau. So, das sieht gut aus. Ich nutze jetzt gerade übrigens auch die. Ich weiß gar nicht, ob bei den letzten. Ich weiß gar nicht, wie lange die letzten Aufnahmen überhaupt schon her sind. Ja, ich nehme jetzt mit der Snap-Version von OBS auf, weil die über die Ubuntu-Repository verteilte OBS-Version buggy ist. Vielleicht wurde es auch schon gefixt, aber vielleicht auch nicht. Haha, Sören. Hi, YouTube. Ja, YouTube. So, ja, die letzte Aufnahme ist schon eine Weile her. Ich glaube so mindestens 3 Monate. Ich habe also ehrlich gesagt jetzt nicht so einen Plan, was wir gemacht haben. Die Anlage hier ist aus. Okay. Leer. Mal gucken, ob irgendjemand Sachen reingeworfen hat. So. Ich spüre aber auch nichts, das Spiel. Habe ich gerade gewundert, warum ich überhaupt nichts höre? Ja, jetzt. Ah, ist schon besser. Ein bisschen Audio kann nicht schaden. So. Briefkästen hatten wir ja 2 Stück. Mal gucken, ob da was drin ist. Oh. Ah, Schokoladendonut. Sonnenblumenbrot. Ja, kann man schon Quark drauf machen. Also ein paar Sachen geht schon, aber so, ja. Bestes immer Donut, let's go. Mochi. Und ein paar Werkzeuge. Mithril. Oh, ich habe schon gebraucht. Direkt zurückschicken. Unser Inventar ist ganz schön voll. Okay, was haben wir letztens gemacht? Also ich weiß, dass wir letztens beim AKW zugange waren, bei dem neuen Kraftwerk, was wir da bei unserer zweiten Heimat gebaut haben. Aber brauchen wir da noch irgendwas? Ich meine, das ist eh Essen. So, die haben wir auch meine Werkzeuge drin. Wir haben Backpacks. Die sind auch leer. Dann schmeißt das Ganze einfach erstmal alle da rein. Alles so, let's go. Und bum, 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 bum. So. Dann, oh, eine Karte. Minimap ist doch F9, ne? Nein. Was nicht F9? Nö. Ja, der Bug hier ist übrigens immer noch nicht gefixt, ne? Wenn du mit Mindtest, also wenn du in Mindtest eine Skalierung einstellst, dann, also ich habe eine Skalierung von 200%, beziehungsweise ich glaube, ich habe hier sogar 300% wie im Let's Play. Aber selbst normal habe ich halt 200%, weil ich habe ja einen 4K-Bildschirm und Mindtest ist halt wie viele andere Spiele eher so auf Full-HD-Displays ausgerichtet. Und dementsprechend ist in 4K alles ganz klein. Und weil halt 4K genau das Doppelte ist von Full HD, also in der Breite und in der Länge jeweils das Doppelte, Breite und Höhe. Deswegen habe ich halt immer bei den Spielen 200% eingestellt, weil es dann halt wieder richtig aussieht. Aber ja, bei Mythos hast du dann halt hier immer, dass der Text komplett aus dem Button rausgeht. Was wollte ich eigentlich machen? Ich wollte Control ist natürlich nicht übersetzt. Ja, hier hinaus gleiche. Minimap. Was ist das da oben? Keine Ahnung.
Block, Toggle, Forward, Left, Oxney, Inventory, Preview, Next Item, Zoom, Change, Toggle, keine Ahnung, Toggle, Toggle, hier, einfach nur über Toggle, nice. Mute, Decrease, Increase, Auto, Forward, Chat, Screenshot, was das denn bedeuten soll, keine Ahnung, Panne? Haben die eine Panne? Ach, Range. Ja, das ist ein A. Das ist Range. Der. Was zur Hölle ist Minimap? Kann alles Mögliche sein. War Fluch darf, hey, geh weg. Einfach mal alles durchprobieren. VK und J sind ja diese Berechtigung. Was ist P? Pitch Mode. Und das andere war, also es ist Audio. Und H ist Fliegen. Irgendwie so. Ja. Keine Ahnung. Wie gesagt, mir war es so, als wenn es früher F9 gewesen wäre. Aber F9 kommt jetzt überhaupt nicht vor. Hier ist nur F11 für Konsole und dann F1 bis 4 für die Primärsachen. Also hier eine F1 ist halt HUD. F2 war, glaube ich, Chat. Genau. F3 war FOG. Gut, hier sieht man es kaum. Da hinten. Ja, genau, da hinten sieht man es. Und F4 war. Ah, das neue Ding. Ah, ja. Genau, da kannst du sehen, in welchem Segment, also in welchem Chunk du drinne bist. Wenn du nochmal F4 drückst, siehst du auch die umliegenden Chunks, wie groß sie sind. Also wo sie sind vor allen Dingen. Oh ja, und nochmal F4 ist dann wieder aus. Das ist ein Feature, was relativ neu ist. Ja. So. Dann gucken wir mal den anderen Briefkasten da an. Mal gucken, was da so drin ist. Tja, was sich wohl in den nächsten 3 Monaten alles geändert hat. Ha. Ich muss zugeben, ich war selber auch kaum aktiv auf dem Server. Ja. Ab und zu mal. Oh, hier gar nichts drin. Ab und zu mal ein bisschen reingeschnuppert, klar. Aber jetzt so aktiv gespielt habe ich hier drauf die letzte Zeit auch nicht mehr so sehr. Einfach, weil ich gerade wieder ein bisschen so in dem Visual Novel Ding drin bin. Also, ich spiele gerade sehr viele Visual Novel Games. Ja. Gut. Dann gucken wir nochmal. Werkzeuge kommen in die Werkzeuge. Oh Gott, wir haben so viele Werkzeuge. Wir müssen die mal irgendwie sortieren nach irgendwas. Ich weiß noch nicht nach was. Ja, gut, ja, haben sie halt schon 3 angefangen, ne? Let's go. Das ist ja, ein Saustall hier. Mapkit. Binicular. So. Diese Schaufel haben wir sogar schon eine. Aber Betrillwerkzeuge hatten wir so noch gar keine, ne? Ja. Da ja Betrill am Anfang relativ teuer war. Da ist nichts drin. Ich drücke mal wirklich. Tada. Oh. Repariert. bringen wir jetzt mal das Essen weg. Warum ist der Schalter hier aktiv? Warum ist das Ding hier offen? Gut, ich meine, jetzt hat das Ding kann jeder aufgemacht. Wobei, stimmt, den Schalter kann auch jeder betätigen. Nevermind. Dachte gerade mir so, hey, das kann auch nur ich machen, also Ronix oder Walker, aber nee, den Schalter um den kann ja jeder. Ist ja von der Area nicht protected. Essen. Haben Sie die Textur von den Dingern hier geändert? Das sieht so gelblich aus, so. Wisst ihr, wie ich meine? Das war früher einfach nur so bräunlicher. So.
Das sieht ja schon aus wie so Cartoon. hier sind nur die ganzen Zutaten. Ach, hier sind Fertiggerichte. Let's go. Da rein. Was haben wir noch? Cookies haben wir gar keine. Okay. Dann kommt Cookies nach. Ist ja was Süßes. Müsste eigentlich eher nach hier. Haben wir schon alles voll. Na, kommst du nach da unten. Du kommst nach da. Sonnenblut. Das ist im letzten freien Spot. Achso, haben wir noch was. Mochi! Also, wer ist ja so ein typisch japanisches Gericht. Können wir mal ganz kurz zeigen hier. Also, halt, ich muss jetzt mal umschalten. Mittlerer Bildschirm, mittlerer Bildschirm. Das sind Mochi. So ganz, ganz, ganz süßes Gebäck aus Japan. Also, gibt's auch, also in der Regel ist es süßlich. Jetzt gibt es dann natürlich auch Füllungen, die nicht so süß sind, aber in der Regel ist es eher eine Süßspeise. Glaube ich zumindest. Also, ne, wieder gefährliches Halbwissen. ja, aber genau, das ist wieder so ein typisch japanisches Gericht. Oder so ein typisch japanischer Snack. Ist jetzt nicht das, was sich kiloweise zum Frühstück reinscheffeln oder sowas. Gut, ich meine, manche Leute vielleicht schon so. Aber ja, ansonsten, so, mein Test. Kannst du weg? Du bist noch da? Let's go. So, wir hatten selbst ja auch noch so eine komische Reisdinge. Wieso kann ich nicht rennen, weil ich schon wieder verhungert bin? Super, ich habe gerade das Essen weggepackt. Let's go, Ronny. Überzeuge wieder mit deiner grandiosen Intelligenz. Vor allen Dingen, weil ich das gar nicht hier reingepackt habe, sondern ins Backpack. Meine Fresse. Geht das schon wieder los hier? Let's go, let's go. So. Aha. No. Ah ja, AK wird wahrscheinlich aus, ne? Das ist aus. Oh ja. Hauptsache, wir haben genug MV-Energie. So. Ich glaube, ich nehme die Dinger sogar ganz geil direkt mal mit. So zum Essen. Let's go. Schalen. Die Schalen kommen wahrscheinlich in die wahrscheinlich in die Holzkiste. Würde ich jetzt mal so vermuten. Haben wir hier Schalen drin? Ja, haben wir. 4 Stück. Let's go. Bom. Haben wir 15. So, du kommst da mit rein und dann gucken wir mal, wie weit wir bei dem anderen Haus sind. Hatten wir das Ding mit TravelNet verbunden? Warum ist das Ding hier schwarz? Hi. Ist das Ding hier schwarz? Warum ist das Ding schwarz? War früher nicht schwarz, oder? Wer weiß. So. Da ist das gute AKW. Das müssen wir noch mit der HV-Leitung verbinden, beziehungsweise in die HV-Leitung. Wir wollten ja noch ein Umspannwerk bauen und dann das Ding mit MV verbinden. Also da hinten natürlich HV, klar, weil das AKW erzeugt halt. Nimmst du auf? Ja. Genau, das AKW erzeugt ja HV und wir brauchen. Das mit dem Schwarz sieht irgendwie komisch aus. Das war doch früher nicht schwarz, oder? Ha. Und dementsprechend brauchen wir da irgendwie noch ein Umspannwerk. Weiß ich gar nicht, wo wir das genau platzieren wollen. Und dann kommt die MV-Leitung dann nach hier irgendwo. Ich muss jetzt mal überlegen. Ich überlege gerade, ob ich das Ding so ein bisschen einkleide, so ein bisschen ein paar Bäume drumherum klatsche. Weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Bäume wären ein bisschen. Das ist halt immer die Frage, wie die wachsen. Ich meine, wir könnten manuell ein paar diese Blätterblöcke da rumsetzen, so als Art Gebüsch.
Ob das so The Yellow from the Egg ist, weiß ich gar nicht. Mit dem Schwarz ist echt hässlich. Warum ist das schwarz? Das war doch früher nicht so. Uah. Ich werde verfolgt. Hast du später Zeit, Voice Chat? Bin gleich. Was? Bin gleich bei einem TT-Mannschaft? Kann also erst richtig Abend hin oder morgen. Abend klingt gut. So, ab 18 Uhr. Dürfte ich Zeit haben. Weil. So. Die Frage ist, das Gebäude ist ja so wunderschön in diesen kleinen Kessel hier eingebaut. Die Frage ist, wo bauen wir das Umspannwerk hin? Also die Trafostation, wie auch immer man es nennen möchte. Ist ja eher ein Umspannwerk ist ja als eigentlich nur als Verteiler gedacht. Nicht als Trafo halt. Oh, was nennt denn? Da hat ja schon wieder jemand niedergelassen. Da geht's von meiner Ärger nicht kurz, nicht weit genug. Weiß-blau, okay. Ach, das ist das. Ah, da war ich. Das habe ich, als ich mal kurz reingeschnuppert habe. Das ist eine neue Station von Toadie. So ein. Ich weiß gar nicht, was es darstellen soll. So ein Forschungszentrum oder. Sieht zumindest so aus wie so ein Forschungszentrum. Ja, das ist relativ neu. Das ist sogar fucking Düsenjet. Oder UFO. Also so Raumschiff halt. Genau, und hier ist ein großer Bahnkreis, der einmal drumherum geht und dann wieder weggeht. Ich weiß gar nicht, wo das lang geht. Aber ja, das Ding ist relativ neu. Metropia. Habe ich sogar schon beim Discord-Server Fotos reingestellt. Habe ich gar nicht gemerkt, dass das so nah bei meinem Ding ist. Oder habe ich es schon wieder vergessen? Keine Ahnung. Aha. Sieht schon sehr schnieke aus. Weil ich halt hier ne, mit diesen typisch runden Häusern, wie man sie halt so von so Marsstationplänen kennt. Ist schon echt, schon hat schon was. Oh, was ist denn hier? EP? Oder sehe ich das falsch rum? D3 könnte auch sein. D3 oder EP? Eins von beiden. War da auch eine Nummer? Oh ja, da ist auch eine Nummer. Wobei die Nummer hier abgedeckt ist. B. Was ist das? Das ist eine 5. SA. Können wir fliegen? Wir können fliegen. Ja, doch, das dürfte A3 sein. Und das. Ah, A2, ja. Ja, okay. Da haben wir A1. Und hier ist A4. Gibt es noch eine A5? Sehe ich erstmal nicht. Okay. Wow. Na dann lasse ich die. Was rufe? Also kann um 18 Uhr, falls ich dann noch. Da kommen wieder eine halbe Stunde später oder so. Dann weitergeben. Okay. Bye-bye. Haho. Kommandoposten. Ha? Jojo. Wahrscheinlich eher kein Forschungszentrum, sondern eher so eine Mondstation auf der Erde. Also quasi eine Erdstation. Weil,
man muss ja wissen, für uns sind ja die Mond- und Marsbewohner Außerirdische, aber für die Außerirdischen sind wir ja auch Außerirdische. Das heißt, wenn die uns sich auf der Erde niederlassen, bauen sie auch solche Sachen. Oder so. Gut, müssen wir wahrscheinlich sogar, wenn sie keinen Sauerstoff atmen können. Oder andere Sachen, die bei uns in der Luft drin sind. Oh, ein Gleis ist umgebaut. Ob er da wohl noch was geplant hat? Ich sehe auch keinen Stationsnamen. Na gut, gehen wir mal wieder zurück zu unserer Baustelle. Zu unserem AKW. Und gucken wir mal, was wir da so machen können. Ja, Umspannwerk. Ich meine, das Umspannwerk muss ja auch gar nicht so groß sein. Vielleicht können wir es einfach ein bisschen kleiner daneben bauen. Ja, wenn du hier reinfällst, hast du Arsch. Ach, guck mal, da hat schon jemand eine Treppe gebaut. Wollte gerade sagen, wenn du hier reinfällst, bist du am Arsch. Ja. Haben wir überhaupt schon den Chor eingesetzt? Ist das hier schon betriebsbereit? Weiß ich gar nicht. Mal reinschauen. Ja, das ist sogar schon Kabel. Frage ist, wo geht das Kabel hin? Achso, hier geht es auch nach oben. Lol. Genau, da ist der Reaktor. Der ist noch leer. Okay. Wo geht das Kabel hin? Ich habe ja auch keinen Wartungsschacht oder irgendwie sowas gebaut, ne? Tja. Ich bin echt unsicher, wo ich das Gebäude baue. Ich möchte zum einen nicht das in der Breite bauen, wo es jetzt von unserem Haus aus noch auffälliger ist, weil so geht's noch, sag ich mal. Aber wenn wir jetzt hier noch mehr Gebäude bauen, dann ja, verschneidet uns das ja die Landschaft. Wäre also eher günstiger, das hier hinter zu bauen. Hier in den Fels rein quasi. Das wäre eine Option. Wie gesagt, es muss auch kein so großes Gebäude sein. Kann ja auch so eine kleine Trafostation sein. Ist ja bloß für ein Gebäude. So, der. Einfach ein ganzes AKW für ein Gebäude. Let's go. Ja. Aber ich glaube, ich baue es dahinter tatsächlich. Oder so schräg dahinter. Diagonal. Wie sieht es denn diagonal aus? Hier haben wir sogar noch ein bisschen mehr Luft. Wenn ich das Gebäude quasi hier so hinbaue, ne, so dass es genau schräg hier hinter ist, hier so, haben wir sogar relativ viel Platz. Genau, da ist ein Berg, also links daneben geht nicht, dahinter haben wir halt hier den großen Berg. Aber hier ist genau gerade auch Platz, also es würde sich tatsächlich sogar anbieten, es hier hinzubauen. Das klingt doch noch ein Plan. Okay. Gut, das heißt, wir brauchen Schippe. Ich würde gerne erstmal gucken, wo das Kabel lang geht. Wir graben uns also erstmal so mittig beim Gebäude hier so runter. Warte mal kurz. Habe ich Leitern dabei? Habe ich natürlich nicht dabei. Das ist deprimierend. Oh, es wird gerade dunkel. Gut, dann gehe ich mal. Dann gehe ich mal schnell pennen. Dann holen wir uns mal ein paar Leitern. Ja, ich glaube, schräg dahinter ist am sinnvollsten. Da ist am meisten Platz. Ich meine, wir können es auch auf dem Hügel da drauf bauen. Wenn das Gebäude nicht zu groß ist, also gerade mal so von der Höhe her nicht höher wird als das Gebäude,
Könnte sogar ganz gut aussehen. Wäre eine Option. Ich weiß halt noch nicht, wie groß das Gebäude wäre. Also, ich werde halt nicht so großes Gebäude wie bauen wie bei meinem Haupt-AKW. Aber ja. Gott, ich bin so unentschlossen. Home. Da. Ist der nicht auch geschützt bei mir? Ja, ist eine geschützte Tür. So, dann gehen wir mal ins Bett. Okay, I only sleep at night. Geht irgendwie so ein Lied von, ich weiß gar nicht mehr wem. We don't sleep at night. Ja. Schön, egal. Dass man immer warten muss, bis die Sonne komplett am Arsch der Welt ist, damit man schlafen kann. Das ist doch Kacke. Können wir überhaupt schlafen, so viele wie wir noch online sind? Wahrscheinlich nicht, ne? Holen wir schon mal ein paar Leitern. Hier unten war die Holzkiste. Leitern haben wir. Oh, ein paar. Das ist schon mal gut. Wir werden auch auf jeden Fall noch mal noch mehr HV-Kabel brauchen und vor allen Dingen halt auch MV-Kabel. Wir haben wieder noch. Wir haben mal LV-Kabel. Ah, doch, guck mal, hier haben wir ein paar MV-Kabel. Sowieso die Frage, was wir denn für das Umspannwerk brauchen. Eigentlich brauchen wir. Wir brauchen auf jeden Fall noch zwei Switching Stations, weil wir eines, also eine Switching Station brauchen wir für den HV-Teil, damit der funktioniert. Und dann brauchen wir noch eine Switching Station für die MV-Anlage. Die werden wir also auf jeden Fall auch noch bauen müssen. Und dann brauchen wir halt ein paar Trafos. Wo wir wieder die ganzen Spulen bauen müssen. Switching Station, genau die Dinger hier. Da brauchen wir auf jeden Fall zwei Stück von. Ah, wir werden echt ein paar Kabel brauchen. Und massig von diesem Machine Casing Teil. Da können wir sogar schon ein paar machen. Haben wir da noch ein paar über? Nö. Ach ja, und der hat so schöne Uran. Was uns ja direkt umgebracht hatte. So, jetzt aber hier pennen geht erstmal. Geht doch. Eins von zwei Spielern im Bett. Schlafe ich auch im Echten. So, ah, ein wunderschöner Schlaf. War so entspannt. Ich fühle mich komplett durchgeschüttelt. Ich weiß gar nicht warum. So, wir brauchen Cast Iron. Warum ist das jetzt alles in Englisch? War doch früher in Deutsch. Weil, sobald du halt irgendwelche Updates machst, ist alles anders. Brace und Cased Iron, was auch immer Cased Iron ist. Das. Achso, einfach Korn. Ich koche auch mal meine Bratpfanne. Let's go. So, da brauchen wir noch ein bisschen mehr Eisen von. Was ist das? Ach, wir haben noch ein bisschen. Das doch, ja. Ah ne, das ist Carbon. Carbon Steel. Und dann brauchen wir ein bisschen Breaks. Haben wir auch noch eine Menge. Sehr nice. Dann haben wir ja eigentlich. Haben wir ja alles. Machine Case. Bam. Let's go. Brauchen wir 12 Stück? Mindestens. Gut, dann haben wir schon mal das. Und dann können wir. Nächste Folge anfangen, so ein paar Sachen zu bauen. Von daher. Bis dann.